Review-Zeit, ihr Mortal Kombat-Fans, und herzlich willkommen zurück bei Dark Schnegge Reviews zu einer weiteren McFarlane Toys Mortal Kombat 11 Figuren-Review. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an meinen Zuschauer Iron Rhino, denn der hat mich hier mit diesem genialen Frozen Over Sub-Zero versorgt für meine kleine, langsam wachsende Mortal Kombat-Sammlung. Ja, auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr nice Figur, und ich kann euch jetzt schon mal vorweg sagen, die McFarlane Toys Mortal Kombat-Figuren, die sind einfach grandios. Wer Mortal Kombat-Fan ist, der sollte hier auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Es sieht auf jeden Fall sehr nice aus, was die hier alles machen. Und auch dieser Sub-Zero, der übrigens eine Variant-Edition ist. Normalerweise ist Sub-Zero halt eher in einer blauen Uniform daherkommend. Das seht ihr ungefähr in diesem Blauton hier unten. Das ist jetzt halt die Variant, die überfrorene Version halt. Für alle diejenigen unter euch, die auf meinem Kanal jetzt keine Ahnung haben, was Mortal Kombat oder generell wer Sub-Zero ist, gibt es hier eine kleine Geschichtsstunde. Mortal Kombat ist ein Kampfspiel, was in Deutschland eine ganze Zeit lang halt indiziert war. Ich glaube, 1992 kam der erste Teil raus, und auch in diesem ersten Teil war Sub-Zero schon mit dabei. Also ist wirklich einer der klassischen Kämpfer neben Scorpion, den ich euch auf diesem Kanal auch schon gezeigt habe. Und auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Charakter, der die Kräfte, die Eiskräfte halt beherrscht. Er gehört zu den sogenannten Kyromancern, die damals in der, ich sag jetzt mal, in der Außenwelt, also in einer anderen Welt als unserer Welt halt, ihre Wurzeln hatten und dann auf die Erde zurückgekommen sind, in unsere Dimension, und haben da halt unter den Lin Kray halt gedient. Das ist so gesehen sein Volk, sein Clan, die Lin Kray. Und Sub-Zero ist da halt wirklich sehr, sehr berühmt. Der erste Sub-Zero wurde im Mortal Kombat 1 Turnier damals getötet, laut Storyline. Das war der gute Bi-Han. Das hier ist jetzt so gesehen der Scorpion, wollte ich gerade sagen. Das ist so gesehen der Sub-Zero, den wir schon jetzt länger kennen. Das ist sein Bruder. Und sein Bruder erkennt ihr unter anderem daran, dass er hier diese Narbe über dem Auge hat, was ihr hier vielleicht unten auf den Artwork erkennen könnt. Und ja, der gehört halt, finde ich, jetzt seit sehr, sehr langer Zeit schon zur Hauptcast. Ich glaube, in jedem Mortal Kombat-Teil ist natürlich auch Sub-Zero mit dabei, genauso wie Scorpion. Und er ist auch ein Fan-Favorite, auf jeden Fall. Ja, und heute gucken wir uns halt diesen überfrorenen Sub-Zero mal genauer an. Und ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ja, Iron Rhino hat es wieder geschafft. Ich habe noch ein bisschen was für meine Sammlung bestellt. Mir fehlt übrigens noch ein Raiden. Also wenn einer von euch da draußen einen normalen Raiden, ich möchte jetzt nicht zwingend eine Variante haben, einen normalen Raiden aus Wave 1 hat oder weiß, wo ich den noch kriegen kann, schreibt mich unbedingt mal an. Also den würde ich gerne noch in meine Sammlung holen. Dann habe ich sie nämlich eigentlich alle zusammen. Und da bin ich glücklich. Also und Spawn halt. An Spawn bin ich auch nicht rangekommen. Den gibt es auch ein paar Variationen. Aber das ist eine andere Sache. Ich will jetzt erstmal nur die Hauptcharaktere euch hier vorstellen. Also, ihr seht, hier oben drauf ist das Mortal Kombat Logo. Übrigens noch eine Randinfo: Mortal Kombat, der Kinofilm, der dürfte 2021 oder auch nächstes Jahr wahrscheinlich ins Kino kommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was draus gemacht wird. Und ich hoffe, dass es nicht ein ab 12 Film wird. Weil Mortal Kombat ist verdammt brutal und ist halt auch nichts für Kinder. Und da kommen wir auch schon hier zur Altersfreigabe der Figur, denn die ist ab 14 Jahren aufwärts. Also auch nichts unbedingt für die Kids da draußen. Das Ganze hier oben von McFarlane Toys, die für Spawn halt bekannt sind. Der gute Todd McFarlane, auch wirklich ein grandioser Comiczeichner. Ja, und ansonsten seht ihr hier im Window dann schon den Sub-Zero, hier ein schönes Artwork und dann hier nochmal den Schriftzug. Auf der Seite seht ihr hier auch nochmal Sub-Zero, das sieht auch wirklich sehr nice aus. Das dürfte auch schon die Figur sein. Auch cool gemacht. Und auf der Rückseite seht ihr dann nochmal, was hier euch komplett in dieser Verpackung erwartet. Sehr interessant, hier steht unter anderem auch, dass er 22 bewegliche Punkte hat. Das gucken wir uns natürlich jetzt genauer an. Würde ich mal sagen, oder? Also lasst uns Sub-Zero aus seinem Eisgefängnis befreien und anschauen, wie die Umsetzung gemacht wurde. Und da haben wir ihn ausgepackt, den guten Sub-Zero. Und er sieht wirklich wieder sehr, sehr, sehr gut aus. Er gehört, glaube ich, zur zweiten oder dritten Welle der Mortal Kombat 11 Figuren. Und ich muss sagen, hier gibt es tatsächlich auch schon einige kleinere Verbesserungen, die mir bei der ersten Welle, gerade bei Scorpion, so ein bisschen aufgefallen sind. Aber okay, wir gehen einfach mal in die Details rein. Für alle diejenigen, die natürlich Sub-Zero jetzt nicht kennen, dürfte das auf jeden Fall sehr interessant sein. Sieht natürlich aus wie ein klassischer Ninja. Also ein Lin Kray Ninja ist das hier. Ist ja der Anführer der Lin Kray.
Und er hat sich im Laufe der Jahre natürlich auch designtechnisch echt eine Menge gewandelt. Es gab eine Zeit, da sah er sogar aus, da hat er so einen Helm aufgehabt wie Shredder von den Turtles. Aber mittlerweile dieses Design hier, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Na, das ist schon wirklich sehr nice gemacht. Ja, schauen wir uns mal das Gesicht an. Das ist natürlich erstmal das Wichtigste hier. Denn da, wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr zum Beispiel die Narbe erkennen, was ich euch vorhin noch erzählt habe, ne, die hier über seinem Auge drauf ist. Die Augen generell finde ich hier wirklich sehr gelungen, denn bei Scorpion sah das Ganze noch ein bisschen cartoonischer aus oder auch bei Johnny Cage, den ich euch gezeigt habe. Hier hat McFarlane Toys nachgebessert und das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Sub-Zero hat eigentlich genauso wie Scorpion immer seine Gesichtsmaske, ne, auf hier. Das sieht auch wirklich sehr gut aus. Also in der normalen Version wäre das Ganze jetzt halt in einem schönen Blauton. Ne? Also Sub-Zero immer in Blau, Scorpion immer in Gelb. Na, das ist sowas wie Feuer und Eis. Ne? Also das ist ja auch so eine kleine Rivalität zwischen den beiden in der gesamten Mortal Kombat Serie. Dann finde ich generell genial, was er jetzt hier für eine Art Hoodie oder Kapuze aufhat. Das ist dann eher schon fast wieder so eine Art Helm, könnte man fast sagen, der hier hinten sogar noch so, so eine Art Bandana runterhängen hat. Das finde ich sehr, sehr nice gemacht. Na, dann hat er natürlich noch so ein paar Schulterschützer hier vorne. Die Arme müssen generell immer frei sein, weil ein Kämpfer muss sich natürlich gut bewegen können. Ja, und hier, das ist auch so ein bisschen so diese Variant-Edition so ein bisschen auf blutig gemacht. Ihr könnt hier sehen, dass hier überall schon von einem seiner ja, besiegten Gegner halt das Blut an dem Körper hier dran ist. Ne? Haben sie auch cool gemacht. Das ist auf jeden Fall ein richtig nicer Paintjob, der hier dran ist. Dann hier an der Seite natürlich noch schön das Symbol. Ne? Das sieht auch wirklich sehr gut aus. Und auch da ist der Paintjob wirklich sehr, sehr nice gemacht. Und wenn wir uns jetzt mal den Rest hier generell angucken, könnt ihr auch sehen, dass hier wirklich ein schöner Hang zum Detail von McFarlane Toys halt reingesetzt wurde, wie es halt auch im Spiel ist, mit den ganzen Dolchen, die hier an der Seite sind. Na, das gefällt mir richtig gut. Und dann auch hier auf der Seite, wartet mal, den Arm mal kurz beiseite hier. Da könnt ihr auch noch mal sehen, da sind noch mal ein paar kleinere Schwerter halt noch hier mit dabei. Auch wieder mit dem Symbol hier. Na, das ist, glaube ich, das Lin Kuei-Symbol. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr ganz genau. Also sein Clan-Symbol. Ja, und hier auf der Rückseite sieht das Ganze dann halt so aus. Sehr, sehr schön. Ne? Halt diese Variant-Edition halt, das hat eher schon so einen grünlich-bläulichen Touch. Ne? Also halt wie so Eis soll das halt darstellen, denke ich mal. Ne? Aber die Details hier dran, unglaublich. Sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig gut. Auch hier die Hose. Die Hose ist natürlich auch ein bisschen blutig. Ne? Da hat es auch dann natürlich ein bisschen raufgekleckert. Hier unten haben wir auch noch mal ein paar kleinere. Kunais sind das ja wahrscheinlich hier. Ne? So Wurfmesser. Das sieht auch nice aus. Und auch hier unten die Schuhe. Seht ihr das? Diese Spitzen hier vorne. Das sieht auch wirklich sehr interessant aus. Alles so Details, die einem gar nicht so extremst auffallen, wenn man in diesem relativ schnellen Kampfspiel halt unterwegs ist. Na, aber ich muss sagen, was hier McFarlane Toys umgesetzt hat, das gefällt mir schon wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich nice. Ich mag diese Mortal Kombat-Figuren. Das sind für mich so kleine Favoriten, die 2020 halt in den Handel kamen oder 2019 kamen sie, glaube ich, als erstes in den Handel. Die kann man sich auf jeden Fall in die Sammlung stellen. Gerade wenn ihr Gamer seid, wenn ihr Zocker seid und ihr steht auf Kampfspiele und ihr seid Mortal Kombat-Fan, dann sind die eigentlich Pflicht. Na, sie sind auch nicht so teuer, sie sind so um die 25 Euro, würde ich mal sagen. Na, also da müsst ihr mal ein bisschen gucken bei euren gängigen Comic-Shops, ob ihr die noch irgendwie kriegt. Ich kann sie euch echt ans Herz legen. Ihr habt schon gesehen, dass der gute Sub-Zero hier noch zwei Waffen mit dabei hat. Und zwar diese zwei Äxte. Na, was, die sehen fast schon aus wie so Wikinger-Äxte. Die sind im Original eigentlich auch aus Eis, also in Blau. Hier haben sie es jetzt so ein bisschen in Rot gemacht. Das Ganze auch mit einem durchsichtigen Kunststoff halt, damit es trotz alledem noch nach Eis aussieht. Gefällt mir auch sehr gut. Obwohl Sub-Zero auch in einigen Spielen natürlich ein Eisschwert hatte, finde ich das mit den Äxten persönlich auch nicht schlecht. Und die Äxte, ihr seht das ja, die haben auch wirklich richtig coole Details hier gekriegt. Ne? Also wirklich auch da wurde wieder sehr fein gearbeitet. Wenn ihr ihm diese Waffen in die Hand drückt, dann passt gar generell bei diesen McFarlane Toys Figuren ein bisschen auf die Hände. Die sind relativ fest. Ihr müsst die Finger ein bisschen auseinanderbiegen, ganz vorsichtig. Und dann halt versuchen, die Waffen da reinzudrücken. Das Problem hatte ich auch schon bei anderen Figuren. Also passt da auf jeden Fall so ein bisschen auf. Aber es lohnt sich dann auf jeden Fall, wenn ihr halt hier Sub-Zero halt auch noch seine Äxte halt verpasst. Ne? Das coolste Item, was aber definitiv mit dabei ist, ihr habt es wahrscheinlich schon eben in der Verpackung erhascht. Der rausgerissene Schädel seines Gegners, den er besiegt hat. Fatality. Ja, im Mortal Kombat ist es halt so, für diejenigen, die es nicht kennen, wenn ihr euren Gegner besiegt habt, habt ihr die Möglichkeit, euren Gegner wirklich zu zerlegen, sage ich jetzt mal. Und Sub-Zero, sein klassischer Fatality, so heißt das halt, ist halt, dass er seinen Gegner halt
ja, so gesehen den Kopf rausreißt. Deswegen war das Spiel damals auch indiziert und ist natürlich auch heute noch ab 18. Also wie gesagt, nichts für Kinder. Die Umsetzung hier ist natürlich jetzt auch in diesen Variantfarben halt gehalten, ne? In diesen Orange-Rot-Ton. Ihr könnt aber trotz alledem diesen leicht durchsichtigen Schädel wirklich sehr gut erkennen, muss ich sagen. Hier hängt natürlich noch die Wirbelsäule teilweise hinten dran. Das Ganze ist auch hier so ein bisschen auf blutig halt gemacht, ne? Finde ich persönlich sehr, sehr nice, ne? Also wie gesagt, im Mortal Kombat ist es auch so, dass er dann halt den Kopf abreißt, dann einfriert und dann teilweise auch zerschlägt. Also schon wirklich sehr, sehr brutal. Aber dafür heißt es ja auch Mortal Kombat. Auch hier passt ein bisschen auf, wenn ihr das Ganze jetzt hier Sub-Zero in die Hand reindrückt. Na, ich hatte sogar das kleine Problemchen gehabt, weil ich zeige euch gleich mal die Beweglichkeit. Diese kleinen Gelenke, die hier drin sind, die könnten sich lösen. Habt da jetzt aber keine Angst. Normalerweise könnt ihr das einfach wieder reindrücken. Das geht. Na, aber passt da auf jeden Fall so ein bisschen auf. Das ist ungefähr so die Variation, wie ich dann halt meinen Sub-Zero halt in meine Sammlung stellen werde. Ich habe natürlich jetzt noch die eine Axt über, ne? Die werde ich einfach irgendwie da unterlegen, ne? Weil ich finde, dieser Schädel, der ist einfach so cool gemacht, der muss einfach so ausgestellt werden, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. McFarlane Toys lässt sich was einfallen. Das ist allerdings auch schon alles, was an Zubehör mit dabei ist. Und ihr habt auch gesehen, was ich wirklich wiederum sehr, sehr gut finde. Die Figuren kommen grundsätzlich alle mit einer kleinen Display-Base, also mit so einem kleinen Standy. Egal, was ihr von McFarlane Toys generell kauft, die haben ja mittlerweile auch die DC Comics-Lizenz, es ist immer mindestens eine mini-kleine Base mit dabei. Ne? Die ist ganz minimalistisch gehalten. Hier in schwarz mit einem Penüppel, wo er dann die Figur aufstellt und dann halt das Mortal Kombat Logo oder den Schriftzug halt drauf. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das ist wenig Aufwand, aber dafür wirklich sehr genial. Denn die ein oder andere Figur kann nicht so gut stehen. Und ich muss sagen, gerade die Mortal Kombat Figuren, wenn ihr das irgendwie drauf habt, dann könnt ihr da auch ein paar coolere Posen mitmachen und die Figur fällt dann nicht gleich sofort um. Ne? Also auch da wirklich eine gute Idee. Was jetzt die Bewegung von Sub-Zero anbelangt, ist er im Kopf gerade leider ein bisschen sehr eingeschränkt. Das hat mich selbst gewundert. Der sitzt, ja, guck mal, ihr könnt ihn eigentlich nur so ein bisschen nach links und rechts bewegen, weil dieser ganze Kopf ein Teil ist. Ihr seht das ja hier, ne? Also das geht hier komplett in die Rüstung mit rein. Da kann nicht wirklich viel Beweglichkeit sein. Ich tippe mal drauf, dass das ein Kugelgelenk ist, aber ihr könnt ihn auch nicht den Kopf nach vorne und nach hinten bewegen. Also, ja, ihr hört das ja schon, ne? Also das ist wirklich das Höchste der Gefühle an der Beweglichkeit im Kopf. Das ist leider eine kleine Enttäuschung, da bin ich ehrlich zu euch. Die Arme selbst, die sind auf den typischen McFarlane Toys Gelenken am Start, die mir gut gefallen, obwohl da auch hier bei Sub-Zero, alter Schwede, die sind hier ganz schön steif. Wartet mal. Ja, habt ihr es gehört? Die müssen erstmal ein bisschen gängig gemacht werden, ne? Also auch da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Wir können die Arme so weit halt zur Seite bringen. McFarlane Toys hat hier innen drin immer grundsätzlich noch ein kleines Butterfly-Gelenk mit eingebaut, womit wir dann halt auch nochmal den Arm ein bisschen weiter nach vorne bringen, was bei Sub-Zero aber nicht wirklich viel bringt, weil hier so gut wie alles irgendwie vom Körper verbaut im Weg ist. Na, wir haben hier noch diese Oberarmbeweglichkeit natürlich am Start, die muss mit dabei sein, ne? Seht ihr ja auch hier, doppelte Ellbogen sind mit dabei, ne? Damit er auch wirklich gut mit seiner Axt schwingen kann. Die Hände, genau, das wollte ich euch jetzt zeigen, ich nehme mal die Axt ab, die haben hier diese kleinen, wie zeige ich es euch denn, diese kleinen Gelenke, ihr könnt das wahrscheinlich kaum sehen, ihr könnt die Hände nicht abmachen. Na, gleich vorweg, also versucht nicht dran zu ziehen. Die sind zusammengesteckt, also so zusammengesteckt. Na, es kann sein, wenn ihr jetzt versucht, eine Axt in die Hand reinzubringen und ihr drückt so ein bisschen die Finger auseinander, also passt da wirklich sehr, sehr auf, dann kann es sein, dass das eine Gelenk mal kurz rausfliegt. Es bricht nicht gleich ab, aber es fliegt auf jeden Fall raus. Ihr könnt das dann da wieder so ein bisschen reinfriemeln und feststecken und dann ist auch die Hand fest. Die Hand selbst könnt ihr einigermaßen drehen, fast 360 Grad. Hier ist sogar auch noch Blut drauf, sehe ich gerade. Sehr cool gemacht. Na, ihr könnt sie allerdings aber auch nicht kippen. Na, also das geht leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Normalerweise haben die Figuren, oh, komm mal her hier. Ja, dieses Gelenk ist echt heftig. eine Oberkörperbeweglichkeit, die hat Sub-Zero hier auch. Ähnlich wie bei Scorpion ist das Ganze hier über dem Gürtel angebracht. Seht ihr das? Da ist so eine kleine Bewegung am Start. Na, das ist so ein kleines Kugelgelenk, wo ihr dann halt die Figur nach vorne und nach hinten minimal bewegen könnt. Es ist nicht viel leider, es ist nicht viel Spiel. Nach links und nach rechts geht das Ganze auch sehr gut. Passt ein bisschen mit den Messern auf, die sind zwar ein bisschen flexibler, na, aber ihr seht ja auch, wenn ihr den jetzt bewegt, dass das Ganze hier über die Messer rüber rubbelt und die sich auch schon so ein bisschen mitbewegen. Also passt auf jeden Fall auf. Die, ja, die Hüftgelenke hier, die finde ich persönlich wirklich sehr geil. Na, die sind bei McFarlane Toys wirklich sehr gut gemacht. Sub-Zero kriege ich so weit auseinander. Das Ganze ist natürlich auch hier gummiert. Na, also so weit ist es auf jeden Fall am Start. Ihr seht das hier unten. Das sind wirklich richtig, richtig gut Gelenke. Die gefallen mir. Wir kriegen die Beine.
so weit nach vorne. Ne? Also, ja, also coole Kampfposen irgendwie, wenn ihr jetzt irgendwie kämpft, wenn ihr einen Skorpion noch habt oder so. Ihr kriegt das schon irgendwie hin. Nur leider der Kopf ist da so ein bisschen, ja, das nervt mich halt, dass er nicht so beweglich ist. Wir haben hier eine Oberschenkelbeweglichkeit eingebaut, direkt über dem Kniegelenk. Seht ihr das da? Ne? Das Kniegelenk ist ein doppeltes Kniegelenk. Das Ganze auch auf einer Art Ratchet Joints. Ne? Die sind auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das gefällt mir soweit. Die Füße, ihr seht es ja auch hier, die sind auch auf diesen kleinen Kugelgelenken. Das sind fast die gleichen Gelenke, wie sie jetzt auch in den Händen sind. Also ähnlich zumindest. Ihr könnt die Füße nach vorne und nach hinten bringen. Ihr habt aber auch noch eine Zehenbeweglichkeit. Komm mal her, ja. Wo ist sie denn? Die ist hier auch. So, da. So wäre der Fuß gebrochen, aber das passt schon soweit. Na, also damit ihr auch zum Beispiel, weiß ich nicht, rennt oder ein bisschen cooler steht oder ihr wisst schon, ne? Ihr könnt euch da auf jeden Fall was einfallen lassen. Das gefällt mir sehr gut. Die seitliche Beweglichkeit, den Ankle Pivot, haben wir auch hier. Ne? Ihr seht das ja, aber auch da seid ein bisschen vorsichtig. Das ist ein sehr dünnes Gelenk. Ne? Aber auch das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, er hat ein paar Einschränkungen. Da bin ich ehrlich zu euch. Ne? Aber ich kann tatsächlich mit diesen Einschränkungen leben, weil es ist einfach so eine grandiose Figur. Ich liebe die Mortal Kombat Line. Ne? Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere von euch da vielleicht auch mal ein Auge drauf wirft. Denn das sind wirklich grandiose Figuren. McFarlane Toys macht wirklich echt tolle Sachen, finde ich. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Das ist alles, was bei der Figur mit dabei ist und was ihr beachten solltet. Und ja, mehr kann ich euch dazu nicht sagen, außer wenn ihr Fan von Mortal Kombat seid, dann werft auf jeden Fall mal ein Auge auf diese Figuren. Die sind wirklich echt nice gemacht. Wenn euch diese Art von Figuren jetzt nicht gefallen, kann ich euch sogar noch eine kleine Alternative nennen, die aber ein bisschen teurer ist. Schaut euch auch mal unter anderem gerne die Firma Storm Collectibles an. Die haben nämlich auch Mortal Kombat Figuren, unter anderem auch mehr so ein bisschen noch die klassischen Figuren. Na, aber wer rein auf richtig coole Actionfiguren steht, die er vielleicht neben seine Konsole stellt oder in sein Gaming-Setup, dann könnt ihr hier getrost zuschlagen. Das sind grandiose Actionfiguren. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, kann ich euch ganz ehrlich sagen. An dieser Stelle nochmal danke an Iron Rhino. Also, du machst mich Mortal Kombat-Fan immer wieder glücklich, wenn du mir sowas mal zuschickst. Denn auch der gute Sub-Zero war Teil seines Weihnachtsgeschenkes an mich. Also, Dankeschön. Und Leute, wie gesagt, eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und keine Sorge, die ein oder andere Mortal Kombat-Figur wird euch hier auf jeden Fall auf dem Kanal noch erwarten. Also, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.